Das sieht gut aus. Ja, komm, Styx, Styx. Tja. Jo Leute, willkommen zurück zu Styx, Master of Shadows. Weiter geht's im Folterkeller. Ja, am liebsten würde ich dir mit Messer abschießen. Aber ich habe leider keine mehr. Und macht er jetzt was mit dem? Oder guckt er den nur an, blöd? Ich weiß nicht, wie laut es ist, wenn man auf die Leiche. Anscheinend nicht so laut. Guck, jetzt wirst du auch mal zu einer Leiche gemacht. Nur ich mache das schneller, als ihr das wahrscheinlich gemacht habt. Da kannst du ihn weiter untersuchen, du Krähenmann. Du bist der Nächste. So, weg mit dir. Alter, hier Ofen. Verbrennungszeug. Säureflaschen. Nehmen. Ach, geht nicht. Spritzen. Guck mal, das Zahnarztwerkzeug hier an. Vom Feinsten, ne? Kennt man doch. Alter, was ist das für ein Ding da? Das Kreis mit den Schrauben. Das stelle ich mir ekelhaft vor. Ja. Hier kocht er Menschenhirn. Haben sie halt versucht. Jo. Der Mechanismus ist aber da hinten. Bin ich hier umsonst rein? Das war für die Katz. Einer. Mich sieht jemand. Wer? Von unten wahrscheinlich. Der Mechanismus ist da oben. Ich kann da nicht weiter hochklettern. Da vielleicht. Da vielleicht. Haben wir es, glaube ich. Ja. Das sieht gut aus. Ja, komm. Styx, Styx. Tja. So. Jetzt bin ich wieder in der Folterkammer. Ja, ja, komm. Ignoriert mich einfach. Ich ignoriere euch, ihr ignoriert mich. So. Oh, das ist gefährlich da vorne. Die sehen mich doch 100 pro. Nicht. Gibt's ja nicht. Schön. Schön, 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 schön. Mechanismus. So. Auch noch das Bonusziel mitgenommen. Richtig nice. So, gespeichert hat es auch. Labor. Ins Labor soll ich. Ja, da sind wir jetzt ein bisschen zu viel Wachen. Hä? Strange. Aber ich muss da lang. Ich muss da lang, es nützt nichts. Ich dachte, das ist das Labor, das wo die zwei Fatzke drin sind. Die Leichen quälen. Ah, halt die Gefangenen quälen.
Da unten ist viel zu viel los. Wie soll ich das machen? Oh, ich habe eine Idee. Kommt her. Kommt her, Leute. Alter, ist einer runtergesprungen. Habt ihr das gesehen? Also das mit dem Klon war nicht so schlau. Ich dachte, die laufen alle zu dem jetzt hin. Mann. Komme ich an den Wachen vorbei, Leute? Hat mal jemand einen Tipp? Aha, über die Zelle. Ja, so nicht. Mann. So, gespeichert hat's. Jetzt muss ich zu dem Labor oder was? Oder wie oder was oder wo? Am besten. Ja, sind Wachen. Am besten da hoch. Da kotzt er einfach runter. Nein. Jo. Wir müssen sie da unten ablenken. Aber wie? Wie machen wir das? Vielleicht hier. Auch die Münze habe ich übersehen. Das sind die Zellen. Und wir müssen aber ins Labor. Als Wachmann gibt es hier keinen mehr. Die sind alle tot wegen dem Wasser. Aha. Wo komme ich raus, wenn ich da runtergehe? Komme ich da ins Labor? Was ist das alles eigentlich hier?
Komisches. Ich dachte, das ist ein Gefängnis. Oh. Shut up, you turd. Nein. Ich weiß, es war nicht so toll. Komm rüber. Der schläft jetzt hier. Komm her. Aha. Und tschüss. Free me! I've served my sentence! Okay. Kotzt einfach mal eine Runde und dann fällt er runter. Ich hätte ihn sogar befreien können. Nein, nicht so. Nein. Mach die Tür auf. Kann man die wieder zumachen von innen eigentlich? Nee. Okay, ja, jetzt bin ich da, aber es ist immer noch schlecht. Immer noch schlecht. Das Labor ist da drüben. Oh. Ui, ui. Ja, den kann ich gar nicht töten. Da sind so Haken. Nur mal speichern, bevor wir springen, weil, ja, hier, ihr kennt das ja, wenn ihr die anderen Folgen gesehen habt, wie toll das manchmal funktioniert. Jo, jetzt sind wir wieder hier. Hier waren wir schon. Mann. Ja, ich muss die ablenken irgendwie. Fällt der jetzt runter? Nicht? Ich würde ja zu gern mit einer Rauchbombe oder so. Ach, ich kann ja unsichtbar werden. Soll ich es riskieren? Soll ich einfach durchlaufen, damit wir weiterkommen? So, Leute. Nachdem ich mich jetzt kurz gesammelt habe, weil ich diese Stelle jetzt schon zum 20. Mal spiele und ich weiß auch nicht, wie ihr das sehen werdet, wie ich das zusammenschneide, versuche ich es jetzt noch einmal. Und zwar... Am logischsten kommt mir vor, darüber zu gehen irgendwie. Dann von dem Balkon runter auf den Kopf von der Statue. Und dann... Ja, ist halt Fallschaden dabei. Oder was kann man sonst machen? Ich bin für alle Ideen offen, ja. Hier hoch vielleicht. Da auf den Kopf der Statue drauf. Mich ins Feuer stickst. Ach, du bist so blöd. Jetzt muss ich wieder einen Lebenstrank nehmen für das. So. Jetzt irgendwie so, oder was? Something. So, das ist bis jetzt der beste Versuch.
Ja gut. So einfach kann es sein. Oder man macht es kompliziert. 7 bis 8 Mal. Das speichern wir jetzt. Dann wird es ja doch noch was mit dem Part. So, das Labor ist oben. Da wird schon wieder gedealt. Oh je. Oh je. Oh je. Oh je, oh je. Ach! So einfach ist es. Ich dachte, ich muss durch den Raum mit den vielen Wachen. Aber anscheinend ist nur der Balkon. Mit der einen Wache, anscheinend. Wird die Wache bewacht? Nein, die Wache wird nicht bewacht. Ja gut, dann ist die Wache jetzt tot. Hat er davon. So einen blöden Job anzunehmen. So, trotzdem würde ich gerne irgendwie mit dem Kronleuchter noch Action machen. Aber ich glaube, die Chance habe ich schon verpasst. Ja gut. Da geht's ins Labor. Ich schätze mal, da kommt eine Cutscene. Und dann haben wir das auch geschafft. Gott sei Dank. Also wie gesagt, ich weiß es nicht, wie wir das machen mit dem. Ich glaube, ich schneide das zusammen und dann gibt es irgendwie so ein Special Part oder so. Auf jeden Fall hat es mich gefreut, dass ihr zugeguckt habt. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Falls euch gefallen hat, lasst ein Like da, schreibt einen Kommentar. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt, oder aktiviert die Glocke. Würde mich sehr freuen, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen würden. Ja, bis dahin. Tschüss.